Hallo Leute, wieder herzlich willkommen zurück beim Beta-Test von Sailor Moon Another Story, der deutschen Übersetzung natürlich. So, wir sind ja letztes Mal mitten im Kampf stehen geblieben in Sailor Mars. Unser Super-Charakter, der hier Ultra-Schaden macht, ist ja beinahe hinüber. Aber das sollten wir auch wieder leicht beheben können. Mit dem da. So. Ja, Sailor Jupiter, Venus und Chibi Moon liegen hier ein bisschen K.O. daneben. Tja, so sieht's halt aus, nicht? Machen wir doch mal hier ein bisschen wieder den Kollegen hier vom Kopf knüppeln. Boom, Junge. Er müsste auch bald hinüber sein. Ist so meine Hoffnung zumindest. So, immer schön buffen hier. Also buffen ist es ja gar nicht so wirklich. Ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Ein bisschen buffen. Ein bisschen Verteidigung hochpushen bei ihr. Weil die ist ja doch ein bisschen empfindlicher. So, bei Sailor Moon schlägt das zum Glück immer fehl. Das ist echt idyllisch. Coolio. So, wollen wir nochmal gucken. Hier gibt es irgendwo was, das hier Verteidigung hochmacht. Ich weiß auch nicht mehr, was es genau war. Ja, die Creme. Gibt es da nicht noch was anderes? Haben wir hier bloß noch eine von. Na gut, dann nehmen wir halt die Creme. Verteidigung hoch. Yep. So, natürlich wieder hier Fire Soul, weil ist ja ökonomisch gesehen das mit dem höheren Schaden. Verteidigung hoch! Um 3 Punkte. So, okay. Was haben wir denn noch? Angriff hoch für Sailor Moon. Vielleicht macht dann Sailor Moon auch wieder mal ein bisschen Schaden. Illusion! Na, wer pennt jetzt ein? Keiner. Trischig. Boah, was ist denn das für eine Maniküre, bitteschön? Ho, das ist die Turbo-Maniküre mit der Ultra-UV-Lampe sozusagen. Wollen wir doch mal gucken hier, wie viel das jetzt bringt. Komm schon, Fire Soul Bams. Illusion of Time. Ach nö, jetzt sind sie beide bekloppt. Wett? Achso, ich kann jetzt eh nichts machen. Deswegen geht das jetzt hier von ganz allein. Boom, boom. Zack. Sonic Wave. Hey, so gefällt mir das eigentlich auch. Brauche ich überhaupt nichts mehr machen. Oh, hör doch mal auf, Sailor Moon zu kratzen. Ist echt blöd. So, wird der Status hier irgendwann mal wieder ein bisschen normal? Vielen Dank. Fire Soul. Chaka. Los. Sailor Moon, beruhig dich. Ja. Dankeschön. Ups. Wir müssen doch jetzt wieder ein bisschen das Eis verteilen wieder. So. Ich muss jetzt normal angreifen. Ist halt Pech. Oh, hallo. Oh, jetzt pennt die auch noch ein. Naja. Da kratzen wir halt noch ein bisschen. Zack. Oh, sie ist wieder aufgewacht. Ging ja schnell. Weil, ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn jemand schläft und dann angegriffen wird, wacht er direkt wieder auf. Im Gegensatz zu Pokémon. Da pennt das Relaxo da rum, weißt du? Und wird dann angegriffen und dann denkt sich das... Ne? Und nicht mehr und auch nicht weniger. So, come on, jetzt geh endlich down. Hallo. Er soll down gehen. Du-du-du. Ups. Du-du-du. So rum. Zack, 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 zack. Los, come on. Der hält aber auch viel aus mit seinen grünen Hosen. Oh. Jetzt haben wir ihn endlich platt gemaked mit 1800 Erfahrungspunkten. Mars, ja, die anderen haben jetzt natürlich keine Erfahrungspunkte bekommen. Ist natürlich doof. Einmal Pech sozusagen, naja. Verdammt. Dieses Mal dachte ich, dass der schwarze Mond es... Wir haben ihn final besiegt. La 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 la. So, wieder ein bisschen normale Gegner hier. Ups. Knüppel-Action. Feuervogel-Action und ein bisschen. Ja, ja, doch. So. Hey. Na. Verteidigung. So. Kaboom, Junge. Tja, da habt ihr jetzt nicht erwartet, wa? 20 Erfahrungspunkte. Lächerlich.
Und dann nochmal gucken, wie viel wir eigentlich hier noch brauchen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Sailor Venus ist hier unsere Referenz mit. Braucht noch... nicht ganz 100. Cool. Also, ich gehe jetzt mal wieder in Level-Mode sozusagen über. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt allerdings nicht so viel gelevelt, weil das dauert irgendwie tot denn ewig. Wir können jetzt hier nochmal gucken den Status. Jetzt ist Sailor Venus Level 20. Yay, hat richtig was gebracht, muss ich mal so sagen. Cool. Aber dafür gehen wir jetzt mal weiter im Text und mal gucken, was hier noch so Schönes abgeht. Ja, hier war ja der Teleporter auch, wo wir schon mal hier waren. Wir gehen mal speichern. So, ich habe natürlich ja schon mal ein Save-Stat angelegt gehabt, gerade eben kurz bevor ich gelevelt habe, aber den werde ich jetzt mal direkt überschreiben. Und dann gehen wir mal in die Arche. See ya! So. Hier ist natürlich schicke Delek. So. Mal gucken hier, die Dinger, die sind ja... Warum sind die offen? Das ist ja doof. Die haben wir doch in der Zukunft erst gelehrt. Das ist ja blöd. Da hat sich aber jemand keine Gedanken darüber gemacht. Oh, Cutscene. Genial. Wo ist das? Wo ist was? Was ist das, meinte sie wahrscheinlich. Das ist der Kontrollraum der Arche. Oh, cool. Wie kriegen wir sie in Bewegung? Wir können diesen runden Kristall verwenden. So, das ist ein Kristall. Ja, eine Kristallkugel. Ist klar, nicht? Was ist das? Sailor Moon, du solltest sie lenken. Hey, das ist deine Arche, denke ich, Venus. Junge. Hä? Sollte ich? Ich kann diese riesige Arche nicht steuern. Hat ja auch keinen Führerschein. Ist schon gut. Berühre nur diesen Kristall. Okay. Pack ihn mal an, los. Sieh mal. Ich kann es nicht tun. Klingt komisch. Ist aber so. Ich kann es nicht steuern, diese Art. Diese Art der Lenkung. Wahrscheinlich wird es gemeint. Ja, hier rappelt's im Karton. Was? Was ist das nur für ein Geräusch? Ich würde aber auch Schiss kriegen. Die Arche bewegt sich. Aha. Das ist ja mal geil. Das erinnert mich tierisch an Secret of Mana, Mode 7 und so weiter. Ich glaube, es heißt ja Mode 7, was auch bei Mario Kart so ein bisschen Verwendung findet. Oh! Coolio! Auf zum Mond? Au, cool! Hab jetzt einfach mal ein Knöpfchen gedrückt und zack, sind wir hier. Sailor Moon! Was? Du kannst dich im Silbermillennium als Sailor-Kriegerin rumlaufen. Du solltest den Verwandlungsfäller benutzen. Das ist ja mal geil. Darf ich mir aussuchen, als was ich rumlaufen möchte? So wie bei Scribble Notes. Ich möchte gerne ein Rennauto sein. Ja, du hast recht. Benutze also den Verwandlungsfüller. Verwandle mich in ein hübsches Dienstmädchen. Was sind das für ein hübsches Dienstmädchen? Das sieht ja aus wie so eine, die auf dem Markt rumrennt und irgendwie Körper verkauft. Das ist perfekt. Cool, das ist ja mal heftig. Möchtest du? Natürlich möchte ich. Safen. Gleich mal einen Safe-Stat hier benutzen. So, knick, knack. 71 Safe-Stats haben wir schon. Cool. Halt. Hey, ich möchte da rein, aber das ist wahrscheinlich Wasser oder so. Na gut, sehe ich ein. Stopp. Zurück. Was geht denn hier? Warum fehlen ja... Da fehlen ja Steine. Mann, 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 die müssen ja echt arm dran sein, hier die Leute auf dem Mond. Die klauen hier schon Steine und verkaufen die dann. Wer bist denn du? Ihr seid von der Erde, stimmt's? Ey, cool, sogar mit Apostroph. Das finde ich mal sehr löblich. Ist das Silberjahrtausend nicht wundervoll? Oh ja, es ist so wundervoll. Alles glänzt und glümpelt und so mondmäßig irgendwie. Toll! Ah, das ist ein Haus. Ich geh mal da rein. Sieht alles ein bisschen griechisch angehaucht aus hier. Was ist das? Hier kann man bestimmt schlafen gehen.
sprich mit mir. Das ist die Eisbahn. Die Eisbahn? Jupiter kommt oft hierher, um Schlittschuh zu fahren. Ja, Jupiter hätte sich auch mal verwandeln müssen. Die rennt doch hier eigentlich auch als Sailor Jupiter noch rum. Hey, geil, das ist Eis. Hui! Wo bleiben die Seifenblasen? In der Disco. Coolio. Was ist denn das hier? Krass. Hier gefällt es mir auch. Super toll. Aber der Mode 7 Dingens hat mir noch deutlich besser gefallen. Hey, das warst du. Was sagst du zu mir? Ihr habt die Arche von Fräulein Venus benutzt, nicht wahr? Ja, die steht da hinten auf dem Parkplatz. Ich habe auch so ein Parkticket gezogen. Kam nur 3 Euro für 5 Stunden. Ihr seht so aus, als würdet ihr Venus suchen. Ihr seht so aus, das klingt ein bisschen nach RTL 2 Sendung. Ich wusste nicht einmal, dass das Ding fliegen kann. Ey, das ist eine Arche von Venus, ja, und die muss fliegen können. Was gibt's hier drin Schönes? Ich möchte gerne Takoyaki. Es kostet 500 Yen, hier die Nacht zu verbringen. Möchtest du bleiben? Ja, bitte. Ich möchte auf dem Mond schlafen gehen. Coolio. Bär uns mal wieder. Schick. Oh. Großes Hotel hier. Ist das ein Person? Nee, das ist ein Baum. Also bezahlt man auf dem Mond auch mit Yen. Das ist ja gut zu wissen. Aha. Alles hier irgendwie sehr trischig. Und riecht auch alles nicht nach Käse, obwohl doch der Mond aus Käse bestehen soll. Bestehen. Mit bestehen tut er doch. Hey, renn nicht von mir weg. Ich möchte auf der Erde sein und spielen. Ja, komm mit. Schließ dich uns an, kannst du ein bisschen kämpfen, ein bisschen leveln. Kriegst du auch immer zu eine Maniküre oder ein Make-up. Und dann geht ja heute voll die Post ab. Hab ich mit dir auch vorhin geredet, ne? Nee, doch nicht. Ich will immer mit den Menschen auf der Erde befreundet bleiben. Unsere Königin sollte auch so denken. Königin Perilla? Ist ja richtig viel an Häusern, wo man reingehen kann und nirgendwo steht dran, was es für ein Haus ist. Oh, sieht da echt ein bisschen griechisch aus, finde ich. Irgendwie. Was gibt's hier Schönes? Oh, ein Typi. Die Königin ist eine wirklich gute Person. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei Perilla, ehrlich gesagt. Ich kenne die ja nur als böse Person. Guten Tag. Vor einiger Zeit ist Prinz Endymion gekommen, um die Prinzessin zu treffen. Sie lieben sich so sehr, da fehlte noch ein Herz dahinter. Das wäre voll sweetie sweet gewesen. Hallöchen, hallöchen, keiner da? Na gut, ja, scheint es ja keine Verbrechensrate zu geben, irgendwie, wenn die nicht mal Türen haben. Ich frage mich, was das ist. Ja, kann ich dir gerne verraten, das ist ein Luna P-Ball. Da kann jeder seinen Spielstand speichern in seinem Tagebuch. Und das hat irgendwie unendlich viele Seiten, habe ich das Gefühl. Das müsste man mal probieren. Wie viele Seiten hat das Tagebuch von Sailor Moon? Und setzt es sich automatisch zurück, wenn man mehr als 255 Mal speichert, beispielsweise. So Buffer Overflow als Stichwort. Guten Tag. Ich möchte auch eine Sailor-Kriegerin sein. Warte, ich habe hier einen Stift. Den gebe ich dir mal kurz. Dann kannst du dich voll cool verwandeln in alles, was du möchtest. In Disco-Stu zum Beispiel. Die Königin ist eine sehr liebe und nette Person. Alles klar. Gibt es hier noch irgendwelche Häuser, wo ich noch nicht drin war? Hey, sprich mit mir. Dieser Ort ähnelt dem Himmel. Der Himmel ist also griechisch. Sergard. Oh, hier. Einkaufen. Willkommen. So, Moon P. Heilt 120 HP. Wunderbarer Pudding. Der Mondpudding, cool. Moon Drop. Heilt 60 HP. Saft tiefer Sorge. Ralle ich nicht so ganz. Saft tiefer Sorge. Moon Shard. Heilt 120 HP. Ein Mondstein. Pflege und Sieg. Ein Bento-Set. Können wir uns auch gleich mal ein paar einpacken hier. Ein Kolonia. Alle EP, auch noch ein paar hier mal. So. Ural Medic. Wiederbeleben im Kampf und heilt 300 HP. Maniküre können wir auch noch ein paar kaufen. Und das auch noch ein paar. Oh, wir haben nicht mehr so viel Geld. Das erste Mal pleite im Spiel. Krasser Wurst. Verkaufen wir doch mal ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel das hier.
Apfelsaft brauchen wir auch nicht. Brauchen wir das Bento? Und dann verkaufen wir noch ein paar Bento. Die verkaufen wir auch noch. Schokolade können wir auch mal ein bisschen verkaufen. So. Heil 50 HP, braucht er kein Schwein. Heil 3 EP können wir noch gebrauchen. Heilt alle deine Wunden. Tja. Erweckt schlafende Freunde, brauchen wir das echt zu viel? So. Nakayoshi. Naja, 2 EP immerhin kann man mal gut gebrauchen. Life Water kann man immer gebrauchen. App Medic löst die Verzauberung. Tja, dunno. Was haben wir hier noch so tolles? Sea Burger. Laserwasser. 80 HP, Wasser aus Laser, braucht doch kein Schwein. Die Jagger-Suppe. Die kann man noch gut gebrauchen, aber nicht so viel davon. Haben wir noch was? Nö. Moon Cup, ja. Warum hat eigentlich Sailor Moon zweimal Moon Cup? Ihr habt doch schon mal einen eingesetzt, oder kriegt man den immer automatisch wieder? So dass man den nur einmal im Kampf einsetzen kann, quasi. Na gut. So, noch ein bisschen F-Creme. So, sollte reichen. Schick, schick. Schickedelic, sozusagen. Cool. So, dann wollen wir mal die Königin besuchen gehen. Guten Tag, ich bin neu hier, ich komme jetzt öfters. Ah, beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Scheint beschäftigt zu sein, die Dame. Hast du den Erdpalast besucht? Gut möglich. Ich weiß jetzt nicht, was hier der Erdpalast genau darstellen soll. Ey, ich wollte da nicht rein. Ich will erstmal mit den Leutchen hier reden. Aber schön, dass da keine Cut-Sequenz gleich einsetzt. Das ist das Zimmer der Königin. Okay. Das ist das Zimmer der Königin. Okay. Das ist das Zimmer der Königin. Okay, das ist das. Na, ich hör auf. Hier könnte eigentlich was versteckt sein. Also ich würde hier als Game Designer oder als Map Designer was verstecken wollen unter den Dingens. Die Prinzessin ist mit Prinz Endymion auf der Sternenterrasse. Vielleicht gibt es ja auch den Regenbogen Boulevard. Ach, das wäre wundervoll. Kennt ihr die Prinzessin? Wem auch Regenbogen Boulevard nichts sagen sollte. Ey, kennt ihr die Prinzessin? Das ist die Prinzessin, du doofe Nuss. Aber wisst ihr ja nicht, die ist ja noch viel zu jung dafür. Wenn wem Regenbogen Boulevard nichts sagen sollte, dann sage ich mal Rainbow Road, / Mario Kart, dort war eine Person. Ob ich mit dir reden soll? Soll ich's tun? Soll ich's tun? Ich werde es mal Cut-Sequence-mäßig tun. Trishik? Mit weißem Haar? Und jetzt ist auf einmal pink? Ist das pink? So ein helles Pink ist das, glaube ich, genau. Was ist los, Prinzessin? Wieso tragt ihr die Kleidung eines Dienstmädchens? Du bist nicht die Prinzessin, nicht wahr? Richtig. Königin, ich bin... Nein, ich weiß schon, wer du bist. Ach, die anderen, die sind... Naja, okay. Dieses Kind ist meine Tochter. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Chibiusa. Hihihi, sie ist niedlich, kling kling. Wenn die für die Niedlichkeit Geld kriegen würde, das wäre echt cool. Danke. Wofür? Achso, dieses Treffen sollte nur in meinem Herzen bleiben. Deswegen werdet ihr jetzt ausgesäppt, oder was? Geblitzdingst. Königin Serenity, passt auf euch auf. So. Jetzt rennt die weg. Drama, Baby. Es ist sinnlos. Sie wird auch sterben. Wir wissen das, dennoch können wir nichts dagegen tun. Aber sie ist meine Mutter. Sailor Moon, Königin Serenity weiß es auch. Wir können das Schicksal nicht ändern. Denk daran, sie hat sich entschieden, sich zu opfern. Ja, was auch geschieht, sie wird sich letztendlich opfern, um alle zu retten. Na, dann wissen wir schon, wie das Spiel ausgeht. Solche traurigen Ereignisse passieren in der Zeit. In dieser Zeit. Lass uns den Rosenkristall finden und zurückkehren. Ja, okay, machen wir das mal. Wieder ein bisschen Verwandlungsbummens. So, jetzt können wir hier rein huschen. Oh,
purpurner Stoff übrigens. Der Stoff der Könige. Was geht denn jetzt ab? Ach, Controller-Bugging. Ja, okay. Ey, das sind doch... Das sind die Zeichen von den Planeten. Ich weiß bloß nicht, welcher jetzt welcher ist. Also die richtig eingefleischten Fans werden das sofort erkennen. Oh, das ist doch der Raum von so und so. Sailor Bibbe. Und das hier ist doch der Raum von Sailor Mars und so. So sieht der also aus. Aha, alle irgendwie ziemlich gleich, aber naja. Sailor Jupiter. Das, war das das Zeichen von Jupiter? Ach, dunno. Hätten sie ruhig farbig machen können, da hätte ich das auch auseinanderhalten können. Und... naja. Ey, das sind aber nur 2-4 gewesen. Gibt aber deutlich mehr Sailor-Kriegerinnen. Nennen. Und vor allem später dann noch die Star... Dingsen. Tor 1, 2 oder 3? Ja, ich nehme Tor 2. Aber willst du nicht vielleicht doch den Umschlag haben? Nein. So, was geht hier ab? Ach, das ist sozusagen der Besprechungsraum oder der Futterraum, irgendwie sowas in die Richtung, wo dann immer nach Feierabend Skat gekloppt wird. Hier ist dann die Bibliothek mit Terrasse. Ist das die Mondterrasse? Oder die Sternstaubterrasse oder wie sie auch immer heißen mag? Man weiß es nicht, man munkelt aber. So. Was geht jetzt ab? Ach, das ist die Terrasse. Die weise Perilla hat den Menschen auf der Erde eine Gehirnwäsche verpasst. Sie plant, beides zu erobern, die Erde und den Mond. Ich verstehe. Was auch immer passiert, wir können es nicht aufhalten. Wir können sie nicht aufhalten, müsste es heißen. Prinz Endymion. Also jetzt soll ich da hingehen und die ein bisschen stören? Wir müssen vorsichtig sein, Bunny. Lass uns sie nicht stören. Ja, das ist eine gute Idee. Da fehlt das Bild von Bunny. Warum darf ich die nicht stören, Menno? Hat das so gern gemacht. Guck mal, ich bin du, du bist ich. Und so weiter. Coole Bilder hier. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich muss jetzt hier den fiesen Kristall finden, aber... ich weiß nicht, wo er ist. Deswegen hau ich jetzt ab vom Mond. See ya! Macht's gut, ihr Trottel! Um mal Homer Simpson zu zitieren. Wollen wir noch eine Runde Eis laufen gehen? Nö. Weg hier! Ich muss weg. Möchtest du auf die Arche? Jawohl! So. Wieder ein bisschen auf den Mode 7 gedingst hier. Sieht allerdings cool aus hier irgendwie. So, was gibt's hier noch so Schönes? Medias. Gehen wir nach Medias. Bin jetzt hier schon total verwirrt. Ein Kind, guck mal! Guten Tag. Es gibt ja ein Puzzleteil, das hier versteckt ist. Hier versteckt! Hier versteckt! Es ist hier versteckt! Und dann gib's her, Junge. Mach mal Platz da, ich will da das versteckte Puzzleteil finden. Das ist ein gutes Stichwort, mal gucken. Puzzle. Ja, fehlen immer noch die Teile. Blöd. Das sind die 4 versteckten Teile, die man nur irgendwie findet. So. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Oh, hier kann man kämpfen. Make-up Girl. Und Fu Reiki. Dö. Die werden wir auch wahrscheinlich direkt in die Böschung hineindrücken, quasi. Ja. Hat jetzt aber nicht so den Ultraschaden gemacht. Und es gab hier immerhin 16 Erfahrungspunkte. Yay. Coolio. So, mehr geht jetzt hier nicht ab. Das ist ja doof. Ja, ich will auf die Arche kommen, schneller. La 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 la. Hier gibt es nicht besonders viele Stellen, wo man einfach mal... sich niederlassen kann irgendwie. Das wäre cool, wenn man jetzt hier noch so einfach durch die Kante rennen könnte. Bisschen die Welt besuchen und so. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Ich hab doch nicht aufgepasst. Geh mal hier hin. Nach. Zurück nach Rias. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Was will ich denn in Rias?
Los, komm. Ja. Hier ist noch irgendwo noch ein zweites Stückchen, wo man sich niederlassen kann. Ich weiß aber nie mehr, wo. Ach ja, Jagger. Gehen wir nach Jagger. Coolio. Wir sind sowas von ein Jagger. Jagger, Jagger, Jagger. Guten Tag. Hallo. Das Jaggerdorf ist ein netter Ort. Ja, ich merke das schon. Ihr seid sehr freundlich. Stellt euch nicht mal vor. Guten Tag. Ich erforsche im Moment die Jaggersuppe. Wenn ich damit fertig bin, werde ich in der Lage sein, eine leckere Suppe zu machen. Ja, klingt unendlich logisch. Eine Suppe zu erforschen. Boah. Du kleiner Schlingel. Oh, ihr seid mit der Arche hergekommen? Tolles Wetter dort oben, nicht wahr? Ja, über den Wolken und so. Wisst ihr Bescheid. Hast du den Nordpol besucht? Ach ja, wir müssen zum Nordpol. Guten Tag. Soll ich heute zum Takra-Kub-Tempel gehen? Ich bitte darum. Weil in dem Tempel geht nämlich tierisch die Post ab mal wieder wahrscheinlich. So richtig fett mit Disco und so. Alle Priester im Takra-Kub-Tempel sind gute Menschen. Das hoffe ich. I hope so. Das Königreich des Mondes muss ein wunderschöner Ort sein. Ich komme gerade von dort. Und ich muss sagen, ja, war ganz nice. Gibt's hier noch jemanden, mit dem ich ein bisschen quatschen kann? Nö. Schade, schade, schade. Habe ich mit dir schon geraidet? Ah, ich möchte Priester werden, um mich selbst zu disziplinieren und jeden Tag zu lernen. Hey. Oh, ihr seid mit der Arche hergekommen, tolles Wetter, ja Mann. Lalalala. Guten Tag. Ist hier jemand zu Hause? Na, sieht nicht danach aus. Kann ich die Dinger da aufmachen? Schade. Ich habe irgendwie immer so das Bedürfnis, in irgendwelche Häuser reinzugehen und dort einfach nur alles auszurauben, sozusagen. Bei vielen Rollenspielen geht das ja. Wie zum Beispiel bei Golden Sun. Guck mal einfach ein bisschen rum und dann, hey, in dem Topf, da steckt 3 Gold. Ne? Ich erforsche im Moment die Jaggersuppe. Bla bla. Ach so, ich war doch schon mal hier. So, da wollen wir doch mal in den Tempel reingucken, gell? Wo ist er denn hin? War ich denn schon in dem Haus drin? Ich weiß es nicht. Naja, selbst wenn. War ja eh keiner da. So, auf in den Tempel. Bisschen hier noch mit den Leuten reden. Das ist gar kein Tempel. Hast du die Krita Yuga schon besucht? Es liegt dort, aber es ist etwas weiter weg. Es ist ein sehr glücklicher Ort. Danke, weil sie Bescheid. Oh, guten Tag, alter Mann. Willkommen im Jaggerdorf. Bitte ruht euch aus und fühlt euch wie zu Hause. Wo ist denn hier der Typi? Der uns hier so unendlich gut geholfen hat. Dunno. Oh. Das wird jetzt richtig krass werden. Knack. Tja, einfach so niedergebrutzelt. Und will er nur ein Häppchen an Erfahrung bekommen. Das ist voll blöd. Blöd, 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 blöd. Ja, so. Irgendwo. Oh. Höhle. Waren hier die stärkeren Gegner in der Höhle irgendwo? Ich weiß es nicht. Oh ja, das sieht echt gut aus, du. Aber wir machen das weiter so. Wird schon klappen. Knack. Bin weggebackt. 62 Erfahrung. Ja, das geht ja schon eher. Hier könnte man sich fast schon überlegen, mal eine Runde zu leveln. Hey ho. So. Ja, Speicherball brauche ich nicht. So. Ja. Hab keinen Plan, wo ich jetzt eigentlich lang müsste. Musste täten tute. Irgendwo nach oben wahrscheinlich. Ach ja, je, Mini. Ah, hier geht's weiter.
Ja, das sieht doch ein bisschen schick aus hier. Lalala, nicht mehr Gegner hier. Ach ja, ach ja, ach ja. Dann gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was hier so Schönes abgeht. Oh, da ist einer, mit dem wir sprechen können. Toll. Es gibt einen Palast auf der Erde, der das Gegenstück von dem auf dem Mond bildet. Ehrlich? Coolio. Fragt sich nur, was es sein könnte. Gucken wir mal hier rein. Das war ja alles vorher kaputt, als wir schon mal hier waren. Ach ja. Und wieder keiner da. Ist hier nur ein? Nein, zwei Typi. Ein Mann und eine Frau. Na, das passt ja. Der Erdpalast ist am Nordpol. Perillas Schloss befindet sich da auch in der Nähe. Ach so. Jedid beschützt das Dorf der Krita Yuga. Ach ja, der da. Stimmt. Jedite wurde, wie es scheint, im Erdpalast gebraucht. Oh, hier ist ein Inn. Können wir pennen gehen. Richtig cool. Also, da gucken wir uns dann im nächsten Part mal den Palast an. Gucken wir mal, was da drinnen noch so abgeht. Vielleicht treffen wir Jedite und können wir sagen, ja, hallo, du wirst später ein böser Bubi, aber wir werden dich sowieso besiegen. Also, naja, besiegen werden wir dich nicht. Perilla werde ich dann kaputt hauen. Weise Bescheid. Dauert aber noch ein paar tausend Jahre irgendwie wahrscheinlich. Gut, Leute, also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit epischer Musik. Oh ja, ha, ha. Gut, also bis dahin, ich freue mich schon drauf. Und ciao.